Reden über Sex. Ja, reden über Sex. Wir merken auch, wir sind schon aufgeregt. Führt sofort zu einer ganz entspannten Konversationskultur. Ja, ja, es geht um eine Gruppe, um eine Selbsthilfegruppe, die sich regelmäßig trifft, jetzt seit kurzem, seit ein paar Mal. Man versucht in dieser Gruppe eben über Sex zu reden und über seine Wünsche und sich da auch mit dem Anspruch zu treffen, sich von einer Scham zu befreien, sich zuzuhören und eben diesem Thema Raum zu geben. Es geht jetzt nicht nur um die Geschlechtsteile, sondern auch so um ganz einfache zwischenmenschliche Dinge wie Zuhören, Dasein, ist man davon berührt. Wie reagiere ich darauf? Also wie kann ich auch jemandem helfen? Und ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Ja, ja, und die Relevanz entsteht natürlich auch dadurch, dass man probiert, ein Thema über Sex, was ich jetzt als Figur meinetwegen habe, zu besprechen und sich daran aber natürlich auch der ganze Rest des Lebens dieser Figur erschließt und die Einsamkeit oder die Überforderung oder wie auch immer, die noch an so einem ganzen Problem dranhängt, das schimmert, glaube ich, bei allen Geschichten irgendwie durch. Und ich gehe den Flur entlang und als ich an ihrem Zimmer vorbeigehe, höre ich Hecheln. Auf was darf sich das Publikum freuen? Auf uns natürlich. Ja. Ich glaube, es ist ein sehr schauspielerfreundlicher Abend, habe ich das Gefühl, weil man so die Bühne hat und alles selbst erschaffen darf. Und ich weiß, es klingt absurd, aber das Publikum darf sich, glaube ich, auch auf die Scham freuen. Also das wäre so schön, wenn man das so, das mag ich immer am liebsten, wenn ich Sachen sehe, wenn man so selber an sich denkt und so au, denkt und dann aber ja nicht selber auf der Bühne steht oder sich selber gerade nicht da zum Thema macht, sondern man darf anderen Menschen dabei zugucken, wie sie das tun. Wie sie damit ringen und da durchkommen oder vielleicht nicht, dass man das vielleicht nicht selber machen muss und es aus einer sicheren Distanz quasi miterleben und vielleicht ein paar Gedankenanstöße hat. Ja, und vielleicht auch berührt sein kann, aber auch vielleicht schmunzeln kann, weil man so denkt, oh ja, da erinnere ich mich auch daran.